nicht der Motor, dann haben Sie in Ferrari den John Deere 6081, 6000 Umdrehungen, ein Turbolader, 2500 FKPS, das ist im Grunde genommen die nichts höhere Klasse. Wenn man in der Supersport 4,5 Tonnen kein Zuhause mehr hat, dann wechselt man in die Pro-Stock-Klasse. Und dann muss man das machen, was die Lenny Greenhills so treiben. Das ist natürlich dann schon wesentlich kostspieliger und aufwendiger. Ein John Deere Standardgetriebe von 4240 sitzt drinne. 100 km Antriebszahl, die Gruppenpuller 2000 aufgebaut. Lenny Green aus den Niederlanden. Er sieht so fantastisch aus. Er hat so ein geiles Airbrush, er ist so toll zu rechnen. Und die Jungs laufen natürlich auf Hochspannung, Adrenalin pur bei ihm drin. Wie gesagt, nachts um zwei lief der Motor endlich in den Niederlanden. Und dann haben sie ihn aufgeladen und dann haben sie gesagt, okay, wir gehen Richtung Püchdorf. Wir probieren es, wir wollen nochmal starten, wir wollen alles dran setzen, um einen Test mit dem neuen Motor zu machen für die niederländische Meisterschaft. Jetzt scheint er nicht zu starten ein zweites Mal. Er könnte, da wir innerhalb der 20 Meter Marke sind, den Pool noch einmal probieren mit einem Service-Decker. Ein Service-Decker bereitstellen auf die Bahn. Er nimmt den Helm ab, sie haben alles gegeben. Vielleicht machen sie gleich noch einen zweiten Versuch. Habt ihr einen riesigen Applaus, liebes Publikum, für Lenny Green aus den Niederlanden. Machen Sie die ganzen Stars im Radschlag noch einmal. Komm, hol die Hände aus der Tasche. Die Jungs haben die ganze Nacht geschraubt. Und es ging noch nicht richtig vorwärts. Ich bin gespannt. Was passiert? Vielleicht haben Sie noch einen zweiten Versuch, vielleicht kommen Sie noch einmal zurück.